Du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist der Ja, es geht weiter mit diesem Let's Play. Ich habe festgestellt, dass ich wieder am Anfang des Kapitels bin. Das heißt, ich muss diese ganzen Sachen hier nochmal einsammeln. Ich habe jetzt mal den Sound ein bisschen geändert, dass es nur noch auf Stereo ist und nicht auf 5.1, weil ich festgestellt habe, dass Ellie? Noch einer von diesen Comics. Dass einige Stimmen dadurch halt nicht zu hören sind, weil die dann hinter einem sind oder so. Und in 5.1 würde man das hören, in Stereo nicht, und das ist blöd. Also auch auf YouTube, denke ich, reicht das, wenn man das Stereo macht. Was mir gerade aufgefallen ist, dass doch sehr viele Anspielungen auf Kinder. Also, es gibt viele Kinderzimmer in den Wohnungen. Es steht immer irgendwas rum, was mit Kindern zu tun hat. Das ist vielleicht auch einfach nur die Wahrnehmung von ihm. Wegen seiner Tochter halt. Wer weiß. Finde ich eine sehr interessante These. Dass er das halt einfach nur so stark wahrnimmt. Weil das ja nun doch an ihm zehrt, was man ja auch durchaus verstehen kann. I ride, want to ride my bicycle, ja. Power. Ach du Scheiße. Halt, seid mal immer leise. Weg von dem Fenster. Das ist ein Spielzeugladen. Seht ihr mal besser. Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Sowas braucht ein Kind auch. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Uncharted als Brettspiel. Und noch mehr davon. Panda? Okay. Fossil. Tja, das ist so der These, er nimmt es nur so wahr. Also das hier ist, das kann man gar nicht übersehen. Chuku, nee, Choo-Choo-Toys. Sind das Schuhe? Rollschuhe sind das. Auch die vier, mit vier Rollen. Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, wo sind die anderen? Bei ihr. Okay. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ah, super. Da drüben, ich habe ja noch das Messer ausgerüstet. Auch toll. Ist zu weit weg. Huch, ich habe nur noch zwei Pfeile. Ja, der Junge steht mir irgendwie im Weg. Weil sie hauen ab. So, der guckt gerade nicht zu uns, aber der hat ein bisschen Glück. Nee, scheiße. Das wird nichts. So. Ach, voll daneben. Scheiße.
Ha! Das hat funktioniert. Hau ab. Geh woanders lang. Scheiße. Ja, mach das ruhig ohne mich. Ellie, du bist toll. Er steht da hinter noch, ne? Er hockt. Erwisch ich so nicht. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Ja, alt ist er wohl. Na los, hier auf den Truck. Ja. Das funktioniert doch ganz gut. Sie ist mittlerweile doch echt rabiat geworden. Bis sie da anspringt mit dem Messer und so. Oh, Pfeile. Klar, wenn der Pfeil getroffen hat, kann ich ihn wieder mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Oh. Shit. Da drüben, ich hab was gesehen. Wer ist da? Niemand. Schnapp ihn! Shit. Hey, geht auf rum. Nein. Weißt du was? Ich schmeiß mit dem Stein. Und ich kann dich treffen. Oh. Der ist jetzt nicht zusammengesagt. Los. Zeig dich. Also die Kinder sind ganz praktisch. So. Also sie sind nicht. Man hat nicht mehr so das Gefühl, dass sie einem zur Last fallen oder so. Habe ich noch irgendwie einen Backstein oder sowas? Eine Flasche habe ich noch. Das war gut. Ja, man sieht ein bisschen das Blut, was ich hier verteile. Ups. Hä? Ich gehe die ganze Zeit vor, ob das so gut ist. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Ja, warte mal. Ja, ja. Okay. Das glaube ich ihm auch nicht. Spencer Adjector. Okay. Was die hier wohl gemacht haben? Sieht nicht nach Gebäuden aus. Familienfotos. Okay. Nee, irgendwas anderes. Wir sind da. Seo. Colino Crento. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier?
paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Ach du Scheiße. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Das ist gut. Au! Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Das gibt's zu lachen. Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Oder was davon übrig ist. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Ja. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Mach doch mal das verdammte Licht aus, ey. Immer mit euren Taschenlampen. Macht. Wie beruhigend. Sehr cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ah, okay, die haben doch Brücken haben sie gebaut. Hier lang. Dieses Architekturbüro hier. Ist das irgendein Buch? Das kann man aber nicht wirklich entziffern. Nee, schade. Ist hier dann hoch oder runter? Tudum, tudum, tudum. Ich stampf mal wieder rum. Okay, runter ist der Weg. Dann guck ich doch mal oben. jetzt hängt er da fest. Hier, Kinder. Aus dem Weg, 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 aus dem Weg. Ja, du auch. Immer noch aus dem Weg. Ich will doch gucken, was oben ist. Vielleicht habe ich auch irgendwas Interessantes vergessen. Nee, ach. Ganze Beinarbeit umsonst. Oh, er geht aber sehr elegant rückwärts die Treppe runter. Moment, zeigen wir nochmal. Dün, 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 dün. Ja, naja gut, wenn die nicht gerade im Weg wären. Ich könnte nicht so schnell rückwärts die Treppe runtergehen. Ich habe Angst, dass ich echt auf die Nase fliege, weil... Na gut, es ist ein bisschen dunkel. Machen wir mal Licht an. Wieder aus. Kinder, seid doch mal leise da jetzt. Okay. Shit. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Hey. Okay. Alles klar? Er kommt mir nach, er ist da vorne. Wie sieht's da draußen aus?
Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Jetzt machen wir sie ganz leise kalt. Du den, ich den. Geht das nicht ein bisschen leiser, verdammt nochmal? Ja, geht mal eine Runde prischeln. Nein. Shit. Es sind ein paar viele, die hier rumlaufen.